Und damit hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Ihr seht schon, es ist noch recht früh draußen, es ist noch dunkel. Es ist 6 Uhr morgens, ich bin vor 1,5 Stunden aufgestanden, um 4.30 Uhr, so wie eigentlich jeden Tag. Es ist kurz vor Weihnachten und es geht jetzt gleich für mich nach Düsseldorf. Dort gibt es noch wieder einen Videoauftrag für eine Hochzeit. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, habe ein relativ neues Setup, was ich ausprobieren werde bezüglich der Kamera. Ich blende euch hier mal kurz ein Bild aus meiner Instagram-Story ein. Ich freue mich echt schon auf den Shoot heute Abend. Jetzt geht's aber, wie gesagt, erstmal nach Düsseldorf. Es sind so 4 bis 5 Stunden von hier und ich würde sagen, wir gehen einfach mal los mit meinem überhaupt nicht übertrieben schweren Rucksack. So, wie ihr gerade gesehen habt, ist Schuh jetzt auch noch angekommen, ist gerade Frankreich zugestiegen. Und gerade in diesem Moment fängt es an zu regnen. Na gut, was soll es, solange es nur so ein bisschen Regen ist, ist es nicht so schlimm. Ich hoffe mal nachher schüttet es nicht, das wäre nämlich ein bisschen unpraktisch. Aber gut, ich habe auch einige Möglichkeiten dabei, die Kamera ein bisschen vor Regen zu schützen. Das heißt, es sollte eigentlich, denke ich, kein Problem sein. So, angekommen in Düsseldorf Hauptbahnhof. Wir werden jetzt gleich erstmal zum Hotel fahren. Es ist noch recht früh, 10.30 Uhr ungefähr. Unser Dreh heute Nachmittag fängt erst um 4 Uhr an. Wir sind absichtlich zu früher gefahren. Einmal, weil die Züge jetzt kurz vor Weihnachten morgens wahrscheinlich wesentlich leerer sind als mittags. Und der zweite Grund ist einfach, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben. Ich muss noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen. Bedeutet, wir hoffen jetzt erstmal, dass wir ein bisschen früher einchecken können. Aber ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich am Hotel. Eingecheckt ins Hotel. Jetzt geht es erstmal kurz aufs Zimmer und dann, wie gesagt, wieder in die Stadt. Eigentlich fast das gleiche wie vor circa einem Monat, aber dann bin ich schon mal hier. Gut, ein bisschen andere Aussicht. Sind ja, wie gesagt, eh nur eine Nacht hier und deswegen kann man sich da, denke ich, nicht beschweren. Und hier jetzt gerade auch schon das Equipment alles mal ausgepackt. Ihr seht, es ist einiges und ich glaube, ihr könnt jetzt auch verstehen, wieso mein Rucksack relativ voll war. Ich meine, dieses ganze Zeugs in diesem Rucksack, ja, gut, hat irgendwie knapp dann doch noch gepasst. Ihr seht, wir sind wieder im Hotel. Ihr habt ja gerade wahrscheinlich ein paar Aufnahmen gesehen aus der Stadt. Wir haben etwas viel Schokolade gekauft. Also frohe Weihnachten, Leute. Das ist ja krass für Geschenke auf jeden Fall. Jetzt müssen wir uns gerade ein bisschen ranhalten, packen jetzt hier gerade die ganzen Sachen ein. Und dann geht's auch schon zur Hochzeitslocation. Ein ziemlich nices 5-Sterne-Hotel mitten in der Stadt, hier in Düsseldorf. Wird, denke ich, ganz cool und ihr werdet jetzt gleich mal ein paar Aufnahmen davon sehen. Die Hochzeit hat, wie gerade eben schon angesprochen, in einem ziemlich schönen Hotel in der Düsseldorfer Innenstadt stattgefunden. Los ging es zuerst mit dem Fertigmachen, dem Getting Ready von Braut und dem Bräutigam. Das Ganze hat in einer wirklich sehr schön eingerichteten Suite stattgefunden und man konnte dort wirklich sehr schöne Aufnahmen machen. Ich habe euch ja vorher gesagt, dass ich zu wenig Platz in meinem Rucksack hatte.
Ja, ich habe mir einen neuen Koffer gekauft von Louis Vuitton. Den nehmen wir jetzt mal mit, oder? Packen wir mit an. Ich weiß, es geht. So, 21.50 Uhr, wir sind fertig. Im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich gerade noch das Hotel. Es ist echt ein ultra krankes Hotel, irgendwie 5 Sterne hier, eins der teuersten Hotels in Düsseldorf. Direkt hier in der Königsallee, eine der teuersten Straßen in ganz Deutschland, beziehungsweise in der ganzen Welt. Ja, Leute, es war ein richtig erfolgreicher Spieltree, das muss ich einmal mal gesagt haben. Und ja. Ja. Weißt du, wie gesagt, schon ein bisschen später ist und es hier dunkel ist und wahrscheinlich nicht mehr alles so perfekt sieht, würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz zurück ins Hotel und gehen dann wahrscheinlich nochmal in die Stadt, nochmal ein paar Fotos machen für Instagram. Seht ihr dann auf unseren beiden Kanälen, die hier eingeblendet und in der Beschreibung verlinkt sind. So, und wieder zurück im Hotel. Wie ihr seht, wir haben es wieder hierher geschafft. Es war echt eigentlich ein perfekter Dreh. Der Tag war echt ultra geil, hat nice angefangen. Wetter war ganz okay und der Dreh war echt ultra, ultra cool. Ihr habt im VoiceOver auch ein paar Informationen über den Dreh selber gekommen und habt wahrscheinlich auch ein paar Ausschnitte aus der Instagram-Story gesehen. Gerade mit dem Abendessen nochmal Deva Biente hat das Ganze echt top abgerundet und ja, was immer mehr. Mega gutes Wochenende, hätte ich gerade eben fast gesagt, aber das Wochenende ist natürlich noch nicht vorbei, denn es ist Samstagabend und wir werden morgen beide noch bis 14 Uhr in Düsseldorf bleiben. Danach geht's zu Ihnen nach Berlin zur Familie Weihnachten feiern. Und für mich nach Hause zur Familie Weihnachten feiern. Ja, ja, aber danach geht's schon wieder weiter, Leute. Danach geht's nach Köln, danach geht's durch ganz Deutschland und so. Also ich will nicht zu viel spoilern, aber da gibt's richtig coole Videos, sag ich euch. Bei dir oder auch bei mir? Bei beiden. Bei beiden? Was machen wir das zusammen? Endlich. Ja, unter anderem. Abonniert diesen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und kommentiert gerne auch mal, wie ihr dieses Hotel findet. Und auch, wie viel ihr denkt, dass eine Suite dort pro Nacht kostet. Bin gespannt auf eure Antworten. Ich hoffe natürlich, ihr hattet auch ein schönes Wochenende. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.